Ihr Lieben, wir haben neue Transfer-News. Ein Mittelfeldstürmer kommt zu uns. Leider nicht für unsere Profimannschaft, sondern für die Jugendmannschaft. Jan scheint da jetzt aufzuräumen. Einige müssen gehen, andere gehen leider. Und jetzt haben wir einen jungen Mann dazugekriegt, der ist 16 Jahre alt, der könnte Mittelfeldstürmer spielen und ist schon 1,94 Meter groß mit 16 Jahren. Das muss man sich mal reinziehen. Er kommt vom Blumenthaler SV. Hier sieht man noch mal kurz mein Buch bei Thalia zum Beispiel. Kann man überall im Buchhandel erwerben. Kostet 15 Euro. Nur mal hier etwas am Rande erwähnt. Wir gehen jetzt mal hart rein. Transfermarkt.de. Das ist der Noah Harms. Der ist aktuell noch 16 Jahre alt und spielt beim Blumenthaler. Ja, ich glaube, SV ist das, die U17. Die ganzen Bambi-Jugend da jetzt durchgemacht. Er ist Deutscher, in Bremerhaven geboren. Also, ich habe auch Verwandte in Bremerhaven, für denen die das interessieren. Der hat da insgesamt 22 Spiele gemacht, eine gelbe Karte, 8 Tore, 3 Vorlagen. Das ist schon mal prima in das Alter. 69% Startelfquote, 64% Spielminuten spielt er und 41% Torbeteiligung hat er. So, er hat nur diese Mittelfeldstürmerposition, was anderes spielt er aktuell nicht. Sein Fuß ist rechts. Viel kann man über Jugendleute immer nicht so sagen. Er ist jetzt mal ablösefrei gewechselt, also Werder wird da auch nichts bezahlen müssen. Vielleicht mal irgendwann mal eine Ausbildungsentschädigung, aber mehr gibt es da auch nicht. So, insgesamt hat er 22 Spiele gemacht, 8 Tore, 3 Vorlagen. Er braucht 195 Minuten für ein Tor. Insgesamt hat er schon 1558 Minuten gespielt. Das ist mit 16 gar nicht mal so verkehrt. Da haben teilweise 23-Jährige nicht gespielt, wie wir jetzt letztens schon gesehen haben. So, hier sehen wir es auch nochmal in der Aufschlüsselung. Hat er doch mal einmal rechts außen gespielt, was wohl nicht seine Position ist. Und er spielt hauptsächlich Mittelstürmer. Das könnte vielleicht der Füllkrug der Zukunft werden, wenn wir ihn aufbauen und Ole da mal richtig Gas gibt. Man sieht das auch hier, ne? Mittelstürmer hat er seine 8 Tore, 3 Vorlagen gemacht, auf rechts außen war gar nichts, ne? So, er ist auch kein Seuchenvogel, wie man sieht, ist eigentlich immer gesund gewesen, hat am Ende immerhin seine 90, 83 Minuten gespielt, muss sich natürlich in seinen Jahrgang durchsetzen. Und der Körpergröße wird das wohl denn gehen, je nachdem, wann er diesen Schuss gemacht hat, dass er so groß geworden ist, hat er wahrscheinlich dann auch immer mehr Spielminuten gekriegt. Kinder wachsen ja noch unterschiedlich, kann sein, dass er jetzt den großen Schuss gemacht hat in der Körpergröße oder seiner Muskeln, dass er jetzt einfach sein ja, Kameraden im Kader überlegen ist und dass er jetzt mehr spielt. So. Der stand in der Startelf 18 Mal. Eingewechselt wurde er 4 Mal. Ohne Einsatz im Kader war er 0 Mal. Gesperrt war er hier 0 Mal. Verletzt war er hier 0 Mal. Sonstige Abwesenheit auch 0 Mal. Im Kader 22 Mal gestanden. Das gilt aber hier quasi. Ach, hier unten. Hertha U17 war ja auch schon, heute in Kiel U17 war er schon. Er hat schon gegen gespielt, meine Entschuldigung. So, und das sind seine Leistungsdaten, da kann man jetzt nicht so viel drüber bringen. Wir haben hier nochmal Deutscher Fußballbund. Ist auch mal ganz noch interessant, was die so zur Verfügung stellen können. Er macht ja auch Länderspiele scheinbar für die U16. Und da hat er schon 4 Spiele gemacht. Vom 14.05.24 bis zum 18.05.24. Das heißt, gerade erst angefangen. Hat jetzt insgesamt einmal unentschieden gespielt, dreimal verloren. Keine Tore geschossen, keine gelben Karten, kein Nix. Ja, Blumenthaler SV, sagte ich ja, für die U17 spielt er jetzt. So. Und hier können wir es einfach mal sehen. Er hat insgesamt 25 Spiele gemacht. Dreimal gewonnen, 4 unentschieden, 18 verloren. Ne? 8 Tore geschossen. Eine gelbe Karte, also der startet jetzt erst durch. Und jetzt wird man darauf aufmerksam und jetzt kassiert man den Spieler quasi ab. Damit hat man, glaube ich, einen guten Fang gemacht, wenn man das mal hier so sehen und bewerten darf. Bundesligisten interessieren sich für Noah Harms aus Bremen-Blumenthal. Vor unserer Haustür hat man diesen Spieler jetzt endlich mal gesehen und nicht so wie Christian Brandt und andere Spieler, die vor der Haustür waren und die man nicht gesehen hat. Der Seitenhieb geht nochmal an Thomas Schaaf. So, sowas hätte man sehen müssen zu dem Zeitpunkt. Ja, hier schießt er quasi so ein bisschen die Liga auseinander in sein Alter, was gar nicht mal so verkehrt ist. So, und auch das Leistungszentrum in Bremen wird
ja, ordentlich saniert werden. Ab nächsten Jahr sollen die Bauarbeiten losgehen und das überzeugt natürlich auch die jungen Spieler. BSV-Trainer Dennis Spritzer zieht prominente Vergleiche. Dass Noah Elias Harms ein Spieler wie Erling Haaland ins Gespräch gebracht hat, ist kein Zufall, denn genau dieser Typ ist er im modernen Fußball derzeit gefragt. Typ Erling Haaland, Typ Niklas Füllkrug, ein Typ wie Lukaku sind BSV-Trainer Dennis Spritzer ebenfalls gewisse Ähnlichkeiten zu wuchtigen Boxspielern und glaubt, dass sein Schützling in der stetigen Beuteschema der angesagten und ambitionierten Vereine passt. Er ist genau am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Stürmer wie er sind definitiv im Trend. Vorher sollten alle nur eine falsche Neun. Das stimmt. Endlich ist mal dieses falsche Neun-Thema durch. Hier gibt es auch noch mal viele Artikel über den jungen Mann, die man sich noch mal in Ruhe antun könnte. Verlinke ich euch alles. Ansonsten beenden wir das Video. Das ist unser neuer Mann, der für die U17 bei Werder Bremen auflaufen darf. Und wir sagen Noah, herzlich willkommen bei U17 Werder Bremen. Ja, bedanke mich bei den Zuschauern. Wir sehen uns einfach beim nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao, ciao.